Große Überraschung. Helene Fischer machte Thomas Seidel ein Geburtstagsgeschenk in Höhe von $200.000. Thomas Seidel hat vor wenigen Tagen seinen 37. Geburtstag gefeiert. Das wohl schönste Geschenk erhielt Helene Fischers Partnerin vor wenigen Wochen. Wie Bild berichtet, soll der Akrobat zum ersten Mal Vater geworden sein. Für ihn und Helene war es der Höhepunkt einer großen Liebesgeschichte. Der Beginn dieser Liebesaffäre war jedoch nicht einfach. Ende 2018 trennten Florian Silbereisen und Helene Fischer viele Menschen. Das war für viele Fans des Hits ein riesiger Schock, schließlich müssen sie davon geträumt haben, dass die beiden Superstars heiraten und Kinder bekommen. Bald nach dem Ende ihrer Liebe wurde bekannt, dass Helene Fischer einen neuen Partner an ihrer Seite hatte, Thomas Seidel, einen Akrobaten aus dem hessischen Eppertshausen. Die beiden lernten sich 2017 und 2018 bei Helene Fischers Arena-Tournee kennen. Damals war die Sportlerin Teil ihrer atemberaubenden Bühnenperformance. Aber ihre Liebe ist nicht einfach. Plötzlich wurde Thomas Seidel über Nacht zu einer der gefragtesten Figuren in den Medien. In einem Interview mit dem Zeitmagazin blickte Hesse auf den Moment zurück, als Helene Fischer auf Instagram ihre neue Liebe verkündete. Ich habe meinen Papa in Eppertshausen zum Abendessen getroffen. Damals war meine Handynummer noch öffentlich. Erklären Sie. Natürlich möchte ich, dass der Kunde erreichbar ist. Sie können sich vorstellen, dass das Telefon seit Tagen nicht mehr aufhört zu klingeln. Es war eine große stressige Prüfung, die mich nervös machte. Auch seine Familie zog die Aufmerksamkeit der Presse auf sich. Konkret wurden die Großeltern von der Medienvertreterin bedrängt. Journalisten stehen bei meiner Oma und meinem Opa im Flur. Meine Oma ist nicht mehr die schnellste. Ich frage mich wirklich über Anstand. Wo kann sein, Darmtrieb brennt an. Interview mit einer 91-jährigen Frau, die sich am Telefon nicht einmal als Journalistin ausgibt. Media Welcome. Was halten Sie von Helene Fischer? Hat Thomas Seidel ein Geburtstagsgeschenk von $200.000 gemacht? Vergiss nicht, den Like-Button zu drücken und den Kanal zu abonnieren, um Helene Fischer zu unterstützen. Wenn Ihnen unser Video gefällt, vergessen Sie nicht, es mit Ihren Freunden zu teilen. Jeder in Not, wann immer Sie wollen, besuchen Sie unseren Kanal, um die neuesten Nachrichten über Thomas Seidel und Helene Fischer zu aktualisieren. Wir sehen uns in den nächsten Videos wieder.